Nö, wer weiß. Wer hat es verdient, mit mir zu reden? Na, gehen wir das Ganze mal von rechts ab. Kann ich rausgehen? Natürlich nicht. Ich sollte nicht alleine rausgehen. Ich bin doch viel zu schwach. Ich kann doch nichts alleine tun. Das haben wir doch schon mitgekriegt. Immerhin wollten wir hier übernachten. Ach, wirklich? Wenn du schlafen gehen willst, gehe einfach zur Speicherstelle. Vor dem Schlafengehen solltest du immer speichern. Wie? Du findest, ich rede wirres Zeug? Ja, also echt mal, was soll das? Ja, solange kein Stau vor der Speicherstelle ist. Leeres Zimmer. Durchsuchen. Plündern. Hey. Wow. Wenn ich ihn von hinten anrede, geht das. Aber von vorne nicht. Achso, weil da irgendwelche Events den Weg blockieren. Ein Schrank aus echtem Kioholz. Woher willst du das wissen? Irgendwas mit Nachtschrank. Schon wieder diese hässlich grünen Kommoden. Schon wieder diese hässlichen grünen Zimmerpflanzen. Hey, Ladies. Oh, Moment. Sind ja eh nur Ladies. Ja, Carlos. Das ist dein Harem. Und wenn uns nun ein Monster des Lichtelements angreift, was kann ich dagegen einsetzen? Hey, Nami, was machst du da? Oh, Carlos, tut mir leid, ich war in Gedanken. Ich plane gerade ein paar Notfallstrategien, falls etwas bei der Befreiungsaktion schieflaufen sollte. Keine Angst, es gibt keine anderen Lichtmonster. In Zukunft. Ah ja, verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne dein strategisches Geschick wären wir ziemlich aufgeschmissen. Definitiv. Carlos? Ich liebe dich. Was? Moment. Du willst mit dem Tayo die Opfer des Absturzes der Insel Ciel ins Leben zurückholen? Ja, genau. Und gehen wir nicht weiter auf das ein, was du vorher gesagt hast. Ich werde alles Nötige tun, um dieses Ereignis ungeschehen zu machen. Weißt du... Was hast du? Ich unterbreche dich sehr gern. Nein, es ist nichts. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich kann einfach nicht. Seine Stärke rührt von dem Glauben daran, dass alles wieder gut werden wird. Ohne diese Aufgabe, wer weiß, was ohne sie mit ihm geschehen würde. Wahrscheinlich würde er seinen Geist zerschmettern. Oh, Carina, warum hast du das nur getan? Weil sie böse ist. Es ist Carina. Antwort. Tayo ist möglicherweise in der Lage, eure Freunde wiederzuerwecken. Was? Tayo ist möglicherweise in der Lage, eure Freunde wiederzuerwecken. Ah, alles klar. Aber... Kapuff. Du, benutze dieses Wort nie wieder in meiner Gegenwart. Zu langer Flashback. Das erste hätte doch schon gereicht. Ach nein, hier kommt noch was Wichtiges. Wenn wir dieses Tayo besitzen, können wir sie wieder zurückholen, richtig? So ist es. Funkel, Funkel. Dann... Okay, ich bin dabei. Wenn wir Ihnen damit helfen können... Könnt ihr nicht. Aber irgendein Twist am Ende, da können sie es doch, bestimmt. Oder, na, wer weiß. Ich bin niemand, der ein Happy End braucht. Pupuri, es ist gut, dass du mir all das erzähltest. Jedoch konnte ich die Wahrheit genauso wenig sagen wie du. Ja, Feiglinge. Immer noch hässliche grüne Kommoden. Bücher. Yu-Gi-Oh! Aha, die kämpfen auch mit Karten. Bücher. Ah, yes. Ichitaka gibt nicht auf. Oh, kenn ich nicht. Yuri, das mit deinen Eltern tut mir wirklich leid. Carlos, nur weil du nun über meine Vergangenheit Bescheid weißt, heißt das nicht, dass du dich damit belasten sollst. Das ist meine Geschichte. Ich bin sicher, jeder in unserer Gruppe hat seine Geheimnisse, die ihn vorantreiben. Wow. Wenn du dir die Probleme aller aufbürdest, wird die Last irgendwann deinen Geist zerschmettern. Sein Kopf nicht, der würde sowas aushalten. Habe ich ihn jetzt überfordert? Aber ich weiß dein Mitgefühl zu schätzen. Hey, dafür sind Freunde doch da. Wir sind Freunde? Na, nee. Ich freue mich schon darauf, die Ruinen zu untersuchen. Du liebst wohl Abenteuer, was? Ja, deshalb gefiel mir der Job bei den Jägern so sehr. Hätte ich nicht dort alles an meine Eltern erinnert? Hätte mich nicht dort alles an meine Eltern erinnert, wäre ich sicherlich heute noch bei ihnen. Was ist denn jetzt los mit mir, verdammt? Dann waren du und Minerva also früher Kolleginnen. Kanntest du Tessa auch schon? Nein, Tessa hat wohl erst nach meiner Zeit beim Imperium angefangen. Oder ich bin ihr nie über den Weg gelaufen. Aber Minerva sah ständig. Sie hing bei Mavia rum. Ich habe schon damals bemerkt, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Nein, wie kommst du denn darauf?
Aber als ich sie dann mit euch zusammen in Taiko wieder gesehen habe, war ich mir sicher. Was soll denn mit ihr nicht stimmen? Fühlst du dich in ihrer Gegenwart nicht seltsam? Und da ist noch was. Sie hat sich kein bisschen verändert, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie altert nicht. Natürliche Schönheit. Ja, sowas hast du nicht. Obwohl, du bist ja auch keinen Pixel gewachsen. Ja, auch wenn das jeder sagt. Ach was, das bildest du dir nur ein. Jeder Mensch wird älter. Man sieht es ihr vielleicht einfach nur nicht nur so direkt an. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich. Schon wieder diese hässlichen grünen Zimmerpflanzen. Hey, Moment, ist das nicht die, die bei mir im Zimmer stand? Die sehen sich aber auch ähnlich. Lagerraum, plündern. Wieso stehen leere Krüge in einem Gästezimmer, damit es nicht so leer aussieht? Stellt man also noch mehr leeres Zeug hinein. Ha. Schrank aus Kioholz, Schrank aus Kioholz. Ich muss das ja nicht jedes Mal vorlesen, wenn es immer der gleiche Dialog ist. So. Ja, hey, Biest. Carina. Die Truhe ist fest verschlossen. Na sowas. Hoffentlich finden wir morgen einen Tario-Splitter. Denk an dein Versprechen. Wenn wir den nächsten Splitter haben, verrätst du uns, was wir gegen diese nicht enden wollende Nacht tun können. Verdammt, der hat sich noch dran erinnert. Blöd. Du machst dir Gedanken darüber? Dann sei mal unbesorgt. Carina hat alles unter Kontrolle und mit alles meine ich absolut gar nichts. Wie du meinst. Aber da wäre noch eine Sache, die mich interessieren würde. Erinnerst du dich noch an unser erstes Treffen in Ciel? Flashback Time. Wow, das ist das Flashback Gasthaus. Huch, geh nicht so nah an den Abgrund, die Barriere ist schwächer geworden. Wenn du Basejumpen willst, dann musst du dir das von einem Profi zeigen lassen. Das ist echt nicht der richtige Ort dafür. Oder ungefähr so habe ich das damals gesagt. Hey, was ist los? Habe ich dich erschreckt? Moment mal, ich glaube, ich sehe dich heute zum ersten Mal. Das bildest du dir nur ein. Ich bin's doch, Carina. Carina, ich bin Carlas, nett dich kennenzulernen, aber ganz so dämlich bin ich auch nicht. Verdammt. Naja, du solltest schnell nach Hause gehen. Es ist gefährlich, solange sich hier draußen ein Dämon rumtreibt, der von Teufeln gejagt wird. Dämon? So sagt es Kereboss. Was, Kero? Das heißt... Hä? Hatte sie damals nicht nur was gesagt? Bin ich mir relativ sicher, weil danach habe ich ja auch noch gesagt... Das heißt Kereboss, nicht was. Sei unserem König gegenüber nicht so respektlos. Sind die Dialoge etwa nicht vollkommen gekopiert und pastet? Müsste ich gleich nochmal nachschauen, wer weiß. König, bring mich zu ihm, sofort, ich befehle es. Punkt, mit Ausrufezeichen. Du hast mir bis heute nicht verraten, was genau du in Ciel wolltest, geschweige denn, wie du dort hochgekommen bist. Nun ja, die Wahrheit ist... Ich bin der Teufel, der den Dämon gejagt hat. Oh mein Gott! Carlas, manchmal bist du gar nicht so blöd, wie du aussiehst, sondern noch viel, viel blöder. Ja, ich weiß, ich bin schon ziemlich dämlich. Das war kein Kompliment. Wie dem auch sei, erinnerst du dich an den Fluch, der auf mir liegt? Der Fluch verhindert, dass du deinen Geliebten begegnen kannst, richtig? Genau, um nicht unten auf der Erde ungewollt weiteren Schaden anzurichten, beschloss ich mich, auf die fliegende Insel zurückzuziehen. Ich hoffte damit, weitere Katastrophen wie damals das große Feuer verhindern zu können. Ach, Carina. Ja, ich sag dazu nichts. Hab ich ja auch nicht. Und kurz darauf stürzte sie ab. Ja, manchmal denke ich, das Recht, ein normales Leben zu führen, wurde mir vor langer Zeit bereits entzogen. Hättest eben nicht auf die Insel kommen sollen. Ganz einfach, ja. Was du gerade gesagt hast, war der totale Bockmist überhaupt. Nur am Rumlügen hier. Bücher. Full Metal Alchemist. Hab ich nicht gesehen. Bücher. Rosen Maiden. Oh, diese Puppen sind ja knuffig. Kommt mir bekannt vor. Hier liegen einige Mangas auf dem Boden verstreut. Aber ich kann nicht erkennen, welche. Denn auf diesen 4x3 Pixel großen Büchern steht ja nichts drauf. Wie auch. Tessa untersucht sicher schon die Ruinen. Du bist Tessa untergeordnet, oder? Ja, ich bin ihr Schützling. Obwohl sie gut und gerne A-Klasse Jägerin sein könnte. Schützling, hm? Welche Klasse ist denn Tessa? Tessa ist Klasse A. Klasse A nach Liuras... Liuris Buch über das Klassensystem ist das ein unheimlich hoher Rang. Dabei ist sie ziemlich mies.
Ja, nur Tessa und Minas sind Klasse A-Jägerin. Ich hätte nicht gedacht, dass du so viel schwächer bist als Tessa. Versteh mich nicht falsch, aber in meinen Augen seid ihr gleich stark. Nein. Punkt. Du meinst, Tessa ist doch stärker als du? Es ehrt dich, so etwas zu sagen, aber... Nein, ich meine... Ich bin viel stärker als sie. Ich habe die Prüfungen abgelehnt. Ich will keinen Rang. Hä, wieso nicht? Ja, zumindest müsste sie eigentlich Jägerin Klasse C sein. Denn es gibt ja eigentlich keine Prüfung bis dahin. Also hat sie sozusagen eher die Beförderung abgelehnt und die Prüfung. Na gut. Ich will bei Tessa sein. Oh, Nobel. Verstehe, wenn du nicht mehr ihr Schützling bist, musst du alleine oder mit anderen Jägerinnen Aufträge erfüllen. Sie akzeptierte mich von Anfang an, so wie ich bin. Ja, und wie auch, so wie du bist. Aber was ist denn an dir anders als an anderen Leuten? Wow, Carlos, wow. Carlos, vielen Dank. Bitte? Das verstehe ich nicht. Was soll Minerva anders sein? Bin ich der Einzige, der nichts Besonderes an ihr bemerkt? Hast du nicht diesen ein Pixel großen Mund gesehen? Ich sag dir, das ist der Mund eines Teufels, der Dämonen jagt. Puh, diese Wüste war ganz schön anstrengend. Du bist es nicht gewohnt, durch so heiße Gebiete zu wandern, oder? Na, warum wohl? Ja, ein Glacier herrscht ewiger Winter. Ewiger Winter? Du meinst, der Schnee taut nicht mal im Sommer weg? Ganz genau, es ist, als ob immer Winter wäre. Man kann jeden Tag eine Schneeballschlacht anzetteln. Und Steine in den Schneeballen verstecken. Hui, das macht Spaß. Kinder, versteckt keine Steine in Schneeballen. Ja, das macht man nicht. So, nachdem ich mich jetzt... Es juckte überall. Verzeihung, dass ihr euch das anhören müsst. So. Dann ist es doch nichts Besonderes mehr. Aber was mich interessieren würde, warum ist es immer Winter bei euch? Glacier liegt doch südlich der Taiko-Ebene, oder? Ja, sehr weit südlich sogar. Müsste es da nicht eigentlich bei euch sehr warm sein? Carlos, schon mal was von Äquator gehört? Also den genauen Grund weiß ich auch nicht. Da hat bei uns